So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Hermannseck, Folge Nummer 41 dürfte das jetzt sein, nach Ostern, ziemlich weit sogar nach Ostern, aber ja, ich hatte ein bisschen frei und brauchte auch mal einen Kopf frei und da war ein bisschen Matschepump im Kopf und so, da hatte ich irgendwie nicht so richtig den Kopf frei für Aufnehmen, ich war auch echt kaum am PC und so, egal, lange Geschichte, kurzer Sinn, wir sind wieder da, ja, wir sind wieder auf der Hermannseck, ja, ich musste gerade so ein bisschen lachen. Ich hatte gerade so eine witzige kleine Diskussion mit Amazon-Suchergebnissen. Egal, gehen wir nicht weiter darauf ein. Habe ich den Denkmodus, den brauche ich noch. Okay, so. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir das diesmal hinkriegen hier beim Dreschen. Weil wir hatten ja beim letzten Mal irgendwie zu schwache Leistung und so. Ja, irgendwie sowas hier. Halt, stopp. Ich gehe mal in den ersten Gang. Gucken mal, ob das jetzt hinhaut. Irgendwas war ja da gewesen. Das ist auch so ein schreckliches Wort, ne? Eieieiei. Gewesen. Ja, es läuft. Sehr schön. Gut. Ich habe übrigens hier vom Spattelkorb Helge das Feld da, ne? Das habe ich schon mal weitergemacht. Das ist jetzt auch quasi fertig. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch abernten und dann ist Feierabend für dieses Jahr. Dann haben wir den Herbst geschafft. Wir könnten eigentlich, also normalerweise mache ich das nebenbei immer, aber ich überlege gerade, ja, wir können eigentlich jetzt auch mal auf Fünffach machen. Normalerweise mache ich während der Aufnahme immer auf Einfach, aber wir können das ja ruhig auf Fünffach lassen. So, und dann wollen wir mal gucken, dass wir das hier fertig kriegen. Ja, wie gesehen, ne, einen Anhänger bzw. eine Drescherladung habe ich schon abgetankt. Die ist quasi da drin, in dem Anhänger. Und war vorher in dem Drescher gewesen. Achso, hier gibt das gar kein Guckloch. Naja, dann eben nicht. So, Frage war, was ist mit dieser Version der Fruchtzerstörung? Wo gibt's die? Gibt's die überhaupt? Wie machst du das und so? Ne, weil ich ja hier so Fahrspuren im Feld habe. Das ist eine gute Frage. Das hat IFGO umgeschrieben. Das ist die normale Version der Fruchtzerstörung und das hat der IFGO umgeschrieben. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwie zum Download kommen soll oder nicht, oder wie oder was. Das weiß ich wirklich nicht. Deswegen kann ich da eigentlich auch gar nicht so richtig was zu sagen. Und dann habe ich noch eine persönliche Frage irgendwie. Sag mal, sieht bei euch das Shop-Floor? Also so geht's ja, ne? Dieses gehäckselte Stroh. So sieht's ja ganz gut aus. Aber das sieht irgendwie, guck mal, ist das bei euch auch so? Oder habe ich was kaputt gemacht? Das kann durchaus sein. Ich mache nämlich manchmal was kaputt und weiß gar nicht, was ich gerade kaputt gemacht habe. Ja, ich erinnere mich da an ein Zitat. Möchtest du ein bisschen Decke haben? Och nö, du, mir ist warm. Ja, manchmal versteht man den Winkel im Zaun falsch. Da reicht manchmal auch ein ganzer Zaun nicht aus, aber ja, so ist es halt. Ja? So ist es halt. Ja. Möchtest du ein bisschen Decke abhaben? Och nö, du, mir ist echt warm. Was? Ja. Nee, ist das bei euch auch so mit diesem Shopstore? Oder es kann sein, dass ich mir was kaputt gemacht habe. Ja, es kann sein. Aber eigentlich warten wir auch nur noch alle sehnsüchtig auf die V2. Ne? Die V2 hat Metal Gear übrigens in unserem Discord geschrieben. Ist soweit das Grundgerüst schon fertig. Und jetzt geht's nur noch halt ans Auskleiden, ans Schönmachen und so weiter und so fort, ne? Was halt noch alles dazu gehört. So, dann haben wir nämlich den ersten Acker schon mal fertig hier. Ich muss mir das mal ein bisschen lauter machen hier. So. Gut. Dann stellen wir uns mal hier hin. Rohr raus. Und dann wollen wir uns das mal abholen. Hier mit dem Deutz-Pack, ne? Das ist auch noch nicht fertig. Das ist leider noch nicht fertig. Und, lieber Toni, hier ist mir der Sound ein bisschen zu leise. Aber, ja, man kann da auch immer noch nicht so viel zu sagen, ne? Was einem auffällt, weil es ist eh noch nicht fertig. Das ist quasi so, als würdest du in den neu gebauten Penny gehen und sagen, ja, also irgendwie finde ich hier die Eier noch nicht. Ne, die Regale stehen ja auch noch gar nicht. Ne, weißt du, wie ich meine? Deswegen, einfach erstmal abwarten. Achso, bist du schon leer oder was? Ja, wenn das so ist. Wo ist denn der nächste? 11?
10 ist, genau, 10 ist Helge sein Spaddelkopf. Ne, das ist die 7, ne? Ne, da wächst. Jetzt bin ich verwirrt. Wieso ist das hier eigentlich fertig und das nicht? Boah, ich habe hier lange nicht mehr gespielt, ne? Was ist das denn hier? Gerste wachsen? Ach, das habe ich ja. Ne, das ist ja gar nicht mein Feld. Das ist ja gar nicht mein Acker. Mensch. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh, ich bin mit der Gesamtsituation gerade. Warte mal. Wo muss ich denn? Ach, da hinten hin. Oh, wieder null vorbereitet hier. Komm. Ist dir der vierte Gang zu hoch oder was? Dann nehmen wir einen dritten. Ja, dann nehmen wir einen zweiten. So, dann wollen wir mal. Aber die 10? Ja, dann müssen wir zu 7. Ja, genau. Wir müssen zu 7. Alles klar. Habe verstanden. Guck mal, ist ganz schön leise, ne? Wenn ich jetzt noch das Radio ausmache. Ist ganz schön doll leise, ne? So wird's nicht besser. Wir machen wieder Country-Radio an. Weil da ist nämlich gerade Get It Got It Gone 2 schon. So, hier ist dann Feld Nummer 7. Ach ja, genau, da unten ist die Einfahrt. Aber dann können wir eh einmal abkippen. Läuft. It läuft. Ja, das ist schon witzig mit der Amazon-Suche gewesen eben. Das ist nämlich so, wir haben beide nach dem gleichen Artikel geguckt. Und bei einer der beiden Personen kam ein sehr komisches Ergebnis dabei raus. Hatte auch mit dem Suchbegriff überhaupt nichts zu tun. Die Frage ist, speichert Amazon Cookies? Das würde erklären. Egal. Also, speichert Amazon Cookies? Wahrscheinlich, ne? Dass der in der Suchergebnis auch mal was ganz was anderes anzeigt. Also gesucht wurde ein Möbelstück und raus kam ein Gegenstand etwas unterhalb. YouTube, bitte sperr mein Video nicht. Bisschen unterhalb der Gürtellinie. So, bind dich mal an. So, und Abfahrt. Oh, 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 oh. Das wollte ich nicht. Ist das eigentlich unser Drescher? Habe ich den gemietet oder gekauft? Habe ich gekauft, ne? Wir hatten hier, glaube ich, eh gut Geld, ne? Ja, 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 ja. Wir können mal eben gucken. Aber ich glaube, der ist gekauft. Ja, genau. Also habe ich doch noch nicht alles vergessen. Habe ich zugeklappt? Nö. Genau, wollte ich nämlich auch nicht. Weil ich sowieso gleich wieder aufklappen müsste. Müsste. Tja, und so düsen wir hier so ein bisschen lang, ne? Schön im Herbst. Herbstmitte. Hier ist Helge sein Katastrophenacker. Gucken, ob da noch irgendwas wächst. Ich wäre mir da nicht ganz so sicher. So, eigentlich kann jetzt gar nichts mehr passieren. Ich habe meinen Acker gefunden. Ich stehe wie immer im Weg. Also, es kann eigentlich nichts mehr passieren. Achso, ja, der hat jetzt auch IC-Steuerung von außen im Übrigen gekriegt. Kann ich aber wieder zumachen? Ja. Das hat er jetzt auch neu. Das geht jetzt auch hier irgendwie mit Shift und so. Licht an, aus. Also es wird, ne? Es wird, es wird. So, wir fahren mal eben hier zum Abkippen. Weil da stand ich jetzt sowieso im Weg. Oh. Nutzt den Drehzahlmesser, Junge. Dafür ist er da. So, einmal abkippen. Oh, halt, stopp. Nach hinten, wenn das geht. Ja, es geht. Übrigens, ne? Mir ist aufgefallen, ich habe ja die Schweine total vergessen. Mir sind auch schon ganz viele Schweine gestorben. Ja. Ich wäre dafür, mal gucken, in welchem Video wir das machen, dass wir da einfach mal auch eine Schweigeminute für einlegen. Mir sind echt viele Schweine gestorben. Ich habe die total vergessen. Guck mal, die haben auch kaum was drin da. Ja. Habe ich irgendwie total vergessen.
Ja, kann aber vorkommen. Panama-Vorpommern. So. Wie binde ich mich denn jetzt am besten hier fest? Komme ich da ran? Oder wenn nicht, müssen wir dann einen halben Zentimeter mal in das Gemüse rein. Ist ja mein Ertrag, ist ja mein Problem, wenn ich mir das da schon vorher kaputt fahre. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das anders hätte machen sollen. So, viel ist nicht mehr da vom Feld. So, nochmal vorwärts. Oh, nochmal schön lang geschrappt einmal. Jetzt muss ich hier nur noch irgendwie drehen können. So, es läuft. Okay, wir haben es geschafft. Puh. So, einmal die Haspel vorbereiten hier. Und dann... Was denn? Gang 1, Abfahrt. Hauptsache bin ich noch nicht mal losgefahren und er meckert schon. So, sehr schön. So, schauen wir mal, was dabei rumkommt, ne? Ich kriege auch ganz oft die Frage, wo der Anfangsbestand ist, der Anfangslagerbestand. Weil normalerweise, man startet ja hier am Kuhhof, oder Kuh- und Schweinehof quasi, ja. Und der Anfangsgetreidebestand, der ist bei den Hühnern. Da ist nämlich auch noch so ein Farmsilo. Und da ist der Anfangsbestand drin. Ne? Ich habe mir den auch hierher geschippert. Damit ich halt alles zentral hier hab, ne? Dann wollen wir mal gucken, was wir nach der Ernte so alles im Lager haben, ne? Verkaufen müssen wir eigentlich erstmal noch nicht. Wir können tatsächlich, ja, auf einen guten Preis warten. Weil... Oh, wir haben es ja, ne? Stroh brauchen wir aber und deswegen mache ich hier auch großzügig die Ablage. Dann sammeln wir uns alle schön weg. So. Ja, und wie gesagt, nur das mit der Fruchtzerstörung, das weiß ich halt leider nicht. Ich müsste mal Ifco fragen. Ich weiß gar nicht, von wem ist denn die Fruchtzerstörung im Ursprung? Ich weiß, dass die im Mod-Hub kam. Ich weiß auch, dass das irgendwie Giants da irgendwie und so, aber die haben ja das nicht erfunden, ne? Also, was heißt erfunden? Aber da kam ja von wem anders im Ursprung. Jetzt weiß ich nicht, ob es da überhaupt Rechte für gibt, ne? Ob, also so zwecks Freigaben jetzt meine ich, ne? Davon abgesehen weiß ich doch gar nicht, ob Ifco das überhaupt releasen würde. Ja. Der hat mehr so geilere Sachen. Wie zum Beispiel unten rechts diese Kilogramm-Anzeige, ne? Diese hier. Warte, guckst du Maus? Hier ist die Maus. Da, dieses. Das ist auch... Oh, ich sehe nichts. Das ist auch vom Ifco. Ifconator. Gibt das auch so zum Download, ne? Ich finde das ganz praktisch. Ich guck mir das gerne mal an. Mit MR ist es halt, hast du auch wirklich die Gewichte, ne? Wenn du ohne MR spielst, also Standard, hast du ja sowieso von Giants aus schon weniger Gewicht und so. Echt jetzt? Ja. Weil, damit es halt für alle spielbar ist, ne? Dass man nicht sofort Lust dran verliert, wenn du jetzt ein, ja, was weiß ich. Also, ich sehe ja manchmal Bilder, da hängt 700er Fendt mit einem 3-Achser Kipper und so, total voll beladen, würdest du halt mit MR nicht wegziehen, ne? Also mit richtigen Gewichten, sag ich mal. Es geht da halt einfach um Spielbarkeit und Spielspaß und so, ne? Ich würde hier auch tatsächlich echt ganz gerne mit MR spielen, aber wäre jetzt halt nicht mehr machbar, ne? Weil dann müsste ich ja quasi neu anfangen. Der ganze Fuhrpark müsste ausgetauscht werden. Das wäre dann jetzt zu blöd. Wir müssen gucken, wir können mal gucken, ob wir das bei der V2 dann machen. Weil bei der V2 müssen wir eh neu anfangen. Ja. Da werden wir nicht drum rumkommen.
Und dann müssen wir mal gucken, ob wir dann direkt mit MR starten. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Gut, Freunde der Sonne. Ich würde sagen, ich weiß noch nicht, mache ich das fertig? Mache ich das hier mit euch fertig dreschen? Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall sind wir für diese Folge leider wieder am Ende angelangt. Es war mir eine Ehre, ja, für euch wieder ein Video aufnehmen zu dürfen. Und schön, dass ihr wieder mit dabei wart, auf jeden Fall. Übrigens, nochmal für die Leute, die jetzt immer noch da sind, ne, denen ist es scheinbar echt wichtig. Aktiviert vielleicht nochmal die Glocke, weil irgendwie ist da was neu jetzt. Man muss da jetzt irgendeine Glocke drücken, was weiß ich, damit man wieder benachrichtigt wird. Irgendwie hat YouTube da schon wieder alles Mögliche umgestellt und so. Ich habe keine Ahnung. Ja, müsst ihr mal gucken, ob ihr da irgendwo eine Glocke findet und ob ihr da raufdrücken könnt. Ich habe keine Ahnung. Ja. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schönen Start in den... Oh Gott, jetzt muss ich überlegen. Mittwoch. Nee, Mittwoch. Und ja, macht's euch bunt. Habt einen schönen Tag, wie gesagt. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Also, bis dahin. Macht's gut. Auf Wiedersehen und tschüss.